Herzlich willkommen bei diesem Capstone-Video zum Grundkompetenzbereich Ableitungsfunktion und Stammfunktion. Das Video soll dir einen Überblick über den Themenbereich geben. Gleichzeitig ist es als Wiederholung und Vertiefung für deine Vorbereitung auf die Matura gedacht. Ausgangspunkt für den Themenbereich ist immer eine Funktion. Wir nennen sie, wie so oft, klein f von x. Unsere Funktion klein f von x kann durch Differenzieren und Integrieren in andere Funktionen umgewandelt werden. Durch Differenzieren entsteht die erste Ableitung f' von x. Durch Integrieren erhalten wir Stammfunktionen. Ich schreibe eine Stammfunktion groß f von x an. Um das noch einmal zu betonen, klein f von x hat eine Ableitungsfunktion, f' von x, während es unendlich viele Stammfunktionen gibt und groß f von x nur eine davon ist. Wir integrieren also nach oben, wir differenzieren in dem Fall nach unten. Die Funktion klein f ist natürlich nur deshalb hier als Funktion bezeichnet, weil sie unsere Ausgangsfunktion war. Ich schreibe es jetzt unter Anführungszeichen. Aus Sicht von f' von x, also der ersten Ableitungsfunktion, spielt nämlich f von x die Rolle einer Stammfunktion. Aus Sicht von groß f von x, der Stammfunktion, ist klein f von x wiederum eine Ableitungsfunktion. Ob ich jetzt eine Funktion als Ableitungsfunktion oder Stammfunktion bezeichne, hängt also vom Zusammenhang und vom konkreten Beispiel ab. Apropos konkretes Beispiel. Ein wichtiger Zusammenhang aus der Physik ist mit Hilfe der drei Größen Weg, Geschwindigkeit und Beschleunigung gegeben. Für Weg, Geschwindigkeit und Beschleunigung gelten analoge Zusammenhänge. Wenn ich den Weg nach der Zeit ableite, differenziere, erhalte ich die Änderung des Weges mit der Zeit und diese Änderung nenne ich Geschwindigkeit. Wenn ich die Geschwindigkeit nach der Zeit differenziere, ergibt sich die Änderung der Geschwindigkeit und die momentane Änderungsrate der Geschwindigkeit ist die Beschleunigung. Diese Richtung wird also differenziert. Möchte ich umgekehrt aus einer Beschleunigung eine Geschwindigkeit, aus einer Geschwindigkeit einen Weg rekonstruieren, so muss ich integrieren. Integrieren ist natürlich nicht eindeutig, während Differenzieren immer eine einzige Funktion liefert. Den Zusammenhang zwischen Funktion, Ableitungsfunktion und Stammfunktion kann ich auch grafisch darstellen. Nehmen wir als Ausgangspunkt eine einfache Funktion, eine quadratische Funktion f. Und wir suchen in einem ersten Schritt von dieser quadratischen Funktion ihre Ableitungsfunktion. Die Ableitungsfunktion als Änderungsfunktion beschreibt die Steigung. Wir suchen uns also spezielle Punkte, wo wir die Steigung feststellen können. Der einzige echte spezielle Punkt ist hier der Scheitel der Parabel. Der Scheitel der Parabel ist gleichzeitig ein Tiefpunkt. In diesem Tiefpunkt ändert sich die Monotonie. Die Funktion geht von fallend auf steigend über. Genau im Tiefpunkt habe ich aber Steigung 0. Ich weiß also hier einen Wert meiner Ableitungsfunktion. Nachdem bekannt ist, dass die Ableitung einer quadratischen Funktion eine lineare Funktion ist, ist von vornherein klar, dass wir eine Gerade erhalten werden. Ich benötige also im Grunde genommen nur mehr einen zweiten Punkt, um eine Skizze der Ableitungsfunktion zu erstellen. Und dazu sehe ich mir einfach den Verlauf meiner Funktion rechts und links vom Tiefpunkt an. Rechts habe ich eine positive Steigung. Ich muss also hier eine Zunahme für die Ableitungsfunktion einzeichnen. Und hier fällt die Funktion, negative Steigung, negativer Wert. Ich beachte bereits, dass sich am Ende eine Gerade ergeben soll. Und ich erhalte f' in etwa in dieser Form. Umgekehrt. Wenn ich nun meine Parabel integriere, besser gesagt, ich suche eine Stammfunktion,
dann muss ich diesen Prozess umkehren. Nullstellen meiner Ableitungsfunktion werden zu Extremstellen meiner Funktion f. Nullstellen meiner Funktion klein f sind demnach Extremstellen meiner Stammfunktion groß f. Hier geht, nachdem klein f nun die Steigungsfunktion ist, die Steigung von positiv zu negativ über. Positive Steigung zu negativer Steigung muss in etwa so aussehen. An der zweiten Nullstelle ist es genau umgekehrt. Von negativer zu positiver Steigung muss der Funktionsverlauf in etwa so aussehen. Und nachdem die Stammfunktion einer quadratischen Funktion eine Polynomfunktion dritten Grades sein muss, versuche ich jetzt noch in etwa eine symmetrische Polynomfunktion zu zeichnen. Und das ergibt eine Skizze für die Stammfunktion groß f. Erste und zweite Ableitung liefern aber auch noch Informationen über die ursprüngliche Funktion f selber. Die erste Ableitung ist untrennbar mit dem Begriff der Monotonie verbunden. Monotonie bedeutet, dass unsere Funktion entweder steigende, fallende oder unter Umständen auch gleichbleibende Funktionswerte hat. Wir überprüfen also, ob unsere Steigung, damit f' von x größer, gleich oder kleiner 0 ist. Ist die Steigung größer als 0, nimmt die Funktion oder nehmen die Funktionswerte zu, dann ist der Verlauf der Funktion streng monoton wachsend. Ist die erste Ableitung kleiner als 0, so fällt unsere Funktion. Ist die erste Ableitung exakt gleich 0, dann ist das in der Regel an einem Punkt der Fall. Nur konstante Funktionen haben über einen größeren Bereich Ableitung gleich 0. Und in dem Fall wird das entsprechend entweder ein Tiefpunkt sein, ein Hochpunkt oder als Spezialfall kann es sich auch um einen Wendepunkt mit waagrechter Tangente handeln, um einen Sattelpunkt. Die zweite Ableitung wiederum beschreibt das Krümmungsverhalten unserer Funktion. Auch hier überprüfen wir, ob die Krümmung in einem bestimmten Bereich positiv, 0 oder negativ ist. Positive Krümmung bedeutet, dass die Steigung zunimmt. Zunehmende Steigung ergibt diese Form eines Funktionsverlaufes. Wir haben positiv gekrümmte oder links gekrümmte Bereiche der Funktion. Wenn die Krümmung negativ ist, ist der Funktionsverlauf entsprechend umgekehrt. Man spricht hier auch von Rechtskrümmung. Krümmung 0 ist in der Regel jene Stelle, an der die Krümmung wechselt. Und diese Stelle nennt sich Wendepunkt. Ein bereits angesprochener spezieller Wendepunkt kann ein Sattelpunkt sein mit Steigung 0. Und auch das kann ich wiederum umkehren. Mit Hilfe dieser Eigenschaften, mit Hilfe erster und zweiter Ableitung, lassen sich spezielle Punkte der Funktion finden. Nullstellen, Extremstellen, Wendestellen. Wenn nun aber spezielle Punkte eines Funktionsgraphen einer Funktion gegeben sind, kann ich aus diesen Punkten wieder eine näherungsweise berechnete Funktion rekonstruieren. In der Regel nimmt man dazu Polynomfunktionen. Wenn man genaueres weiß, kann man auch andere Funktionsgruppen heranziehen. Wenn ich zum Beispiel von meiner Funktion einen Punkt kenne mit den Koordinaten x, y, dann sagt mir das, dass dieser Punkt die Funktionsgleichung erfüllt. Ich kann also x und y in die Funktionsgleichung f von x ist gleich y
einsetzen. Ist ein Hochpunkt oder Tiefpunkt gegeben mit den Koordinaten xy, erfüllt dieser Punkt natürlich ebenfalls die Funktionsgleichung, aber zusätzlich muss in einem Hoch- oder Tiefpunkt auch die Steigung verschwinden. F' an der Stelle x ist daher 0. Wendepunkte, wiederum mit den Koordinaten xy, sind als Punkte wiederum geeignet, die Funktionsgleichung zu erfüllen. An Wendepunkten aber wechselt auch die Krümmung. Das heißt, ein Wendepunkt liefert mir eine zweite Gleichung mit f2' von x ist gleich 0. Und schließlich der Spezialfall schlechthin, Sattelpunkte oder Terrassenpunkte, sind eben Wendepunkte, die noch dazu eine Tangente haben, die parallel zur x-Achse ist. Also Steigung 0 aufweisen. Im Fall eines Sattelpunkts muss sowohl die Funktionsgleichung erfüllt sein, als auch die erste Ableitung 0 sein, als auch, weil es sich um eine Wendestelle handelt, die zweite Ableitung 0 sein. Auf diese Art und Weise kann man nun aus bestimmten Punkten, die gegeben sind, Gleichungssysteme für die noch unbekannte Funktion aufstellen und dann eine Näherungsfunktion tatsächlich berechnen. Ich hoffe, dass dir dieser Überblick bei deiner Vorbereitung auf die Matura hilft und wünsche dir für die Reifeprüfung viel Erfolg.